Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ZIP2. Die Regierung will den Energieversorgern künftig vorschreiben, wie voll ihre Gasspeicher sein sollen. Denn diese eiserne Reserve soll für eine Unabhängigkeit von russischem Gas sorgen. Doch wie kann das gelingen? Bis der letzte Russe die Ukraine verlassen hat, so lange werde der Krieg dauern, sagt der ukrainische Minister Oleksiy Tschernysow im ZIP2-Gespräch. Oberste Kontrolle. Der ORF-Stiftungsrat hat heute einen neuen Vorsitzenden gewählt. Lothar Lockl ist gleich zu Gast. Wie kann sich die EU aus der Abhängigkeit von russischem Gas befreien? Dazu haben sich die Mitgliedstaaten heute auf ein Gesetz geeinigt, das die Staaten dazu verpflichtet, ihre Gasspeicher auf zumindest 80% aufzufüllen. In den kommenden Jahren sollen die Speicher dann schon zu 90% gefüllt sein. Auch Österreich hat reagiert. Im Nationalrat haben heute alle Parteien für eine Novelle des Energielenkungsgesetzes gestimmt. Energieversorger können künftig verpflichtet werden, ihre Speicher aufzufüllen. Im Ernstfall könnte der Staat dann gegen eine Entschädigung auch auf diese Speicher zugreifen. Die Heizsaison ist vorbei, der Sommer steht vor der Tür, doch die Uhr tickt. Derzeit sind die Gasspeicher hierzulande nur zu rund 25% gefüllt. Es muss also möglichst rasch möglichst viel Gas in die Speicher. Der Nationalrat hat deshalb heute zwei Gesetzesänderungen beschlossen. Energieversorger können etwa künftig verpflichtet werden, Gas einzulagern. Industriebetriebe, die über eigene Speicher verfügen, können zwar weiterhin auf ihre Reserven zugreifen, im Ernstfall kann der Staat dieses Gas aber anderen Betrieben zuteilen. Die Unternehmen sollen dann aber entschädigt werden. Für die Umweltministerin ein entscheidender Schritt. Um wirklich die Gasspeicherstände auf das Niveau zu bringen, das wir für den nächsten Winter brauchen. Damit erfüllen wir auch die Voraussetzungen, die wir auf europäischer Ebene heute noch einmal beschlossen haben. Geht es um die Energiepolitik der Regierung, spart die Opposition auch heute nicht mit Kritik. Beim Thema Gasreserven herrscht dann aber doch ungewohnte Einigkeit. Alle Parteien stimmen dem Gesetzesantrag zu. Es ist einstimmig angenommen. 80% Speicherstand also, soweit die Theorie. Doch was, wenn die Gaslieferungen nicht ausreichen, um die Speicher zu füllen? Dann müsste die Regierung im Rahmen der sogenannten Energielenkung entscheiden, wie das Gas verteilt wird. Das WIFO schlägt deshalb heute vor, dass für die Privathaushalte Anreize zum Energiesparen geschaffen werden, etwa über ein Bonussystem. Dann bleibt mehr über für die Industrie und die Industrie verwendet das Gas für die Wertschöpfung, für die Arbeitsplätze. Deswegen brauchen wir jetzt Anreize, dass auch die geschützten Haushalte, die ja keine Angst haben müssen, im Kalten zu sitzen im Winter, dass die trotzdem versuchen, wie sie selber einen Beitrag leisten können dafür, dass sie weniger Gas verbrauchen. Sinnvoll sei auch, die Industriebereiche nach Systemrelevanz zu beurteilen. Betriebe, die nur in Österreich produzieren können, sollen im Krisenfall bevorzugt werden. Also wo es keine Importe gibt oder wo nicht andere Unternehmen mit anderen Produktionsmöglichkeiten einspringen können. Aber nach dieser ersten Priorisierung, da sollte dann mit dem Marktinstrument Auktion gearbeitet werden. Also das vorhandene Gas zu versteigern. Dann würden jene Betriebe den Zuschlag erhalten, die das beste Angebot legen. Die Regierung müsse dringend Klarheit schaffen, fordert heute auch der Energieversorger Salzburg AG. Wir sehen als Landesenergieversorger hier absolute Defizite, auch in der Kommunikation. Wir können nicht erkennen, dass wir hier als Landesversorger massiv eingebunden sind. Wir erwarten uns eigentlich mehr Transparenz, mehr Klarheit. Einen übergeordneten Masterplan, den kann ich überhaupt nicht erkennen oder er ist mir zumindest nicht bekannt. Noch fließt es, das russische Gas. Wenn sich das ändert, dann, so hört man aus der Energiebranche, werde man das Ziel 80% Speicherstand wohl eher nicht erreichen. Während der Krieg in der Ukraine weitergeht, wartet das Land auf eine Entscheidung der EU-Kommission, ob es den Beitrittskandidatenstatus erhält. Österreich will dem nicht im Weg stehen, sagt Europaministerin Edtstadler heute bei einem Treffen mit dem ukrainischen Minister Tschernysow, mit dem ich gleich spreche. Zuvor blicken wir aber in die Ukraine, wo von 13 Seehäfen 4 in russischer Hand und weitere 6 von der russischen Schwarzmeerflotte blockiert sind. Für die Ukraine ist das wirtschaftlich eine enorme Belastung. 150 Millionen Tonnen an Waren exportierte das Land im Vorjahr über seine Häfen. Ein Drittel davon entfiel auf Getreide. Eine von der Blockade besonders betroffene Stadt ist die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Der Hafen von Odessa ist der wichtigste Containerhafen der Ukraine, spielt aber auch bei Exporten von Getreide eine bedeutsame Rolle.
Diese Bilder sind Archivaufnahmen. Wegen der Militärzensur darf der Stillstand nicht gefilmt werden, der jetzt nicht nur an diesem Hafen herrscht. Offen beschreibt der Bürgermeister die schwierige Lage, die durch die russische Seeblockade besteht. Odessa, das ist nicht nur ein Hafen, sondern ein Hafenkomplex von 7 Häfen, auch benachbarter Städte. Alle sind nun blockiert und dazu zählen auch Handelsschiffe verschiedener Staaten. In der Ukraine haben sich mehr als 4,5 Millionen Tonnen Getreide angesammelt, die wir nicht exportieren können. Doch bald kommt die nächste Ernte, die wir nirgends lagern können, weil die Silos voll sind. Somit leidet auch die Wirtschaft und darunter leidet auch die Stadt Odessa, die mit einem Sechstel weniger an Budgeteinnahmen rechnen muss. Daher nutzt die Ukraine alle Transportmittel, um Getreide und Waren ins Ausland zu exportieren. Diese Bilder stammen vom Grenzgebiet zu Rumänien. Auf 20 Kilometer stehen 1200 LKWs in 2 Spuren. Die Wartezeit bis zur Abfertigung beträgt etwa eine Woche. Hinzu kommen Probleme bei Eisenbahntransporten, weil Trafostationen und Schienen Ziele der Russen sind, um militärischen Nachschub zu erschweren. Eine wirkliche Alternative zu Häfen gibt es somit eigentlich nicht. Und da spielen die 3 ukrainischen Häfen an der Donau eine wichtige Rolle. Im April haben die 3 Donauhäfen 450 Tonnen Getreide umgeschlagen und zum rumänischen Hafen Konstanza transportiert. Das ist für diese Häfen sehr viel. Das Ministerium für Infrastruktur möchte, dass diese Menge auf 1 Million Tonnen pro Monat gesteigert wird. Doch der Getreidetransport hat eine jahreszeitliche Komponente. Derzeit schlägt Konstanza mit großer Freude ukrainisches Getreide um, weil es die Kapazitäten dazu hat. Doch in einigen Monaten wird das anders sein, weil dann Getreide aus Ungarn, Serbien und Rumänien exportiert werden muss. Das kann für uns zusätzliche Probleme schaffen. Die Ukraine war im Vorjahr einer der größten Agrarproduzenten weltweit. Nun sind nicht nur die Transportwege massiv eingeschränkt, sondern Siloanlagen durch Artilleriebeschuss schwer beschädigt und Felder durch Sprengmittel nicht zu bestellen. Davon profitiert Russland in doppelter Hinsicht. Einerseits durch steigende Preise sowie als Exporteur, der die Ukraine wirtschaftlich massiv trifft, obwohl er sie militärisch nicht besiegen kann. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Sondergesandten des Präsidenten für die Vorbereitung des EU-Beitrittskandidatusstatus der Ukraine und gleichzeitig Minister für Entwicklung der Gemeinden und Territorien Oleksiy Chernysow. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie viel der Verkehrsinfrastruktur der Ukraine ist aufgrund des Krieges komplett zerstört oder blockiert? It is already almost the third month of this devastating war. Dieser verheerende Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert nun schon fast 3 Monate. Wir haben schwere und weitreichende Verluste erlitten. Rund 80.000 Wohnhäuser in der Ukraine sind zerstört oder schwer beschädigt. Wir haben viel zu tun, um die Infrastruktur für die Zukunft wieder in Gang zu bringen. Appropriate assets for the future usage. 98% des Getreides ist exportiert worden über die großen Häfen am Schwarzen Meer. Die sind derzeit blockiert. Wie kann man das ersetzen? Yeah, I think the whole European Union has understood. Ich glaube, die ganze EU hat verstanden, wie wichtig die Ukraine für die weltweite Lebensmittelversorgung ist. Schon jetzt wird in einigen Ländern, vor allem in Afrika und Asien, Hunger gelitten. Die Ukraine ist ein wichtiger Produzent von Getreide und landwirtschaftlichen Produkten auf dem weltweiten Markt. Wie Sie richtig gesagt haben, sind einige Schwarzmeerhäfen blockiert. Wir können zwar auf andere Häfen und Länder ausweichen, aber das kann die Ausfälle natürlich nicht ausgleichen. Unser Ansatz ist daher, alle Häfen wieder schiffbar zu machen. Und ich denke, dass dies im Interesse der ganzen Welt ist. Die Ukraine will in die EU und wartet derzeit auf eine Antwort der EU-Kommission, ob die Ukraine Beitrittskandidat wird oder eben nicht. Was erwarten Sie sich? It is absolutely very important choice for Ukraine. Das ist eine sehr wichtige Frage für die Ukraine, aber auch für die EU. Ich denke, dass wir uns beide brauchen. Zusammenarbeit ist ein Vorteil für beide Seiten. Natürlich erwarten wir uns, dass wir bis Ende Juni diesen Jahres den Status als Beitrittskandidat erhalten werden. Kandidatstatus of Ukraine in the end of June this year.
Selbst wenn die Ukraine Beitrittskandidat werden sollte, gibt es Hindernisse. Die ukrainische Wirtschaft liegt am Boden. Die Infrastruktur ist zu einem großen Teil zerstört oder eben blockiert durch Russland. Ganz zu schweigen von den Beitrittskriterien, die die Ukraine derzeit überhaupt nicht erfüllen würde. Wäre es denkbar, einer europäischen politischen Gemeinschaft beizutreten? Eine Idee, die Präsident Macron unlängst ins Rennen geworfen hat? Obviously, the ongoing war has already brought severe losses to Ukrainian economy. Der Krieg hat der ukrainischen Wirtschaft schwer geschadet. Es ist in unser beiderseitigem Interesse, der Ukraine zu helfen, die Infrastruktur wieder aufzubauen, aber auch wichtige Reformen umzusetzen, die die Ukraine braucht, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die Ukraine ist bereit, die Kriterien so schnell wie möglich zu erfüllen, natürlich mit Hilfe und ernsthafter Unterstützung seitens der Europäischen Union. Serious assistance from European Union. Wieso sollten die EU-Staaten einem raschen Beitrittsprozess der Ukraine zustimmen, während die Balkanstaaten seit Jahren bzw. sogar Jahrzehnte auf Fortschritte warten? We wholeheartedly support. Wir unterstützen aus ganzem Herzen die Bemühungen anderer Länder und ich denke, die Türen der EU stehen für sie alle offen. Wir wollen natürlich keinem anderen Land im Wege stehen. Zu Ihrer Frage, die Ukraine ist Teil der europäischen Familie und verteidigt die europäischen und demokratischen Werte für ganz Europa. Und ich denke, wir tun unser Bestes, um alle Kriterien zu erfüllen, ohne dabei andere Länder aufzuhalten, die beitreten wollen. And I think we will do our best to fulfill all the criteria without interfering other countries that are joining. Erwarten Sie den politischen Willen aller 27 EU-Staaten für den Beitritt der Ukraine zur EU? Yes, that's what would we expect. Ja, davon gehen wir aus. Hier in Österreich scheinen wir Unterstützung für unser Bemühen zu bekommen, Beitrittskandidat zu werden. Ich denke, dass uns dabei auch die Menschen hier stark unterstützen und dafür sind wir sehr dankbar. Big level of support of this idea and plan, and we are very much grateful for that. Bei all den Beitrittsgesprächen geht der Krieg in der Ukraine weiter voran. Die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland sind ins Stocken geraten. Wie weit ist die Ukraine bereit, hier einen Kompromiss einzugehen, um den Krieg zu beenden? Every war would finish. At certain time. Jeder Krieg geht irgendwann zu Ende. Das führt unweigerlich zu gewissen Kompromissen. Aber die sollten nicht die territoriale Integrität der Ukraine betreffen. Ist es nicht auch eine Frage des Preises, den die Ukraine dafür zahlt? Ich denke, die Ukraine hat bereits einen unglaublich hohen Preis dafür bezahlt, die europäischen Werte und die Demokratie zu verteidigen. Noch einmal, wir haben keinen Kompromiss im Blick, der die territoriale Integrität der Ukraine infrage stellt. Wann wird dieser Krieg enden? Der Krieg wird erst zu Ende sein, wenn der letzte russische Soldat unser Land verlassen hat. Und bis dahin? Bis dahin werden wir alles tun, um das zu erreichen. Was brauchen Sie bis dahin auf Ihrem Weg, um aus Ihrer Sicht diesen Krieg zu gewinnen, bis der letzte russische Soldat die Ukraine verlassen hat? Wir sollten zusammenhalten. Wir halten bereits als Nation zusammen. Auch Europa und die ganze Welt sollten sich geeint gegen den Aggressor stellen. Ich denke, dass dies zu unserem gemeinsamen Erfolg führen wird. Success. Sagt der ukrainische Minister in einem Interview, das wir am Abend aufgezeichnet haben. Die ungekürzte Version können Sie dann im ZIP2-Podcast nachhören bzw. sehen Sie auch nach der Sendung in der ORF-TV-Thek. Und damit nach Österreich und zwar in unser eigenes Haus. Der ORF-Stiftungsrat hat einen neuen Vorsitzenden. Der bisherige Leiter des Grünen Freundeskreises, Lothar Lockel, löst mit dem heutigen Tag seinen Vorgänger, Ex-FPÖ-Chef Norbert Steger, ab. Gewählt wurde Lockel vom Stiftungsrat, dem 35 ehrenamtliche und laut Gesetz unabhängige Stiftungsräte angehören. Tatsächlich sind sie aber entlang von Parteilinien organisiert. So werden 6 Stiftungsräte den Grünen zugerechnet, 16 der ÖVP. Zusätzlich gibt es 2 Stiftungsräte, die von der Bundesregierung nominiert wurden und ebenso wie 2 weitere als ÖVP-nah gelten. 3 Stiftungsräte gelten als unabhängig,
4 werden dem SPÖ-Freundeskreis zugerechnet, einer der FPÖ und eine den NEOS. Und insgesamt 6 dem Grünen-Freundeskreis, dessen Sprecher eben der jetzige Stiftungsratsvorsitzende Lothar Lockl ist. Regina Pöll und Patrick Rusker fassen den Tag aus dem Stiftungsrat zusammen. Es ist eine umstrittene Wahl, die dann aber einstimmig über die Bühne geht, mit einer Enthaltung. Der grüne Lothar Lockl wird neuer Stiftungsratsvorsitzender im ORF. 34 von 35 Mitgliedern im Stiftungsrat stimmen für Lockl als neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Umstritten ist die Wahl, weil ein geheimer Sideletter im Februar seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. In diesem Sideletter haben sich ÖVP und Grüne die Posten in der Republik aufgeteilt, auch im ORF. Und das, obwohl die Politik bei ORF-Postenbesetzungen eigentlich gar nicht mitreden dürfte. Das Wichtigste ist wohl, den direkten Parteieneinfluss zu verringern. Dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ganz außerhalb des Parteieneinflusses stehen wird, ist wohl bloß ein frommer Wunsch. Aber neben dieser Verringerung des Parteieneinflusses braucht es auch mehr Internationalität in einer Medienlandschaft, die längst total globalisiert und digitalisiert vor allem ist. Und neben dieser Internationalität braucht es ohnehin mehr Expertenwissen auch im Stiftungsrat. Im ORF-Stiftungsrat sind dennoch die meisten Mitglieder in sogenannten Freundeskreisen parteipolitisch organisiert, wobei eine große Mehrheit den Regierungsparteien ÖVP und Grüne zuzuordnen ist. Der Stiftungsrat des ORF ist ein extrem wichtiges Gremium für unsere Demokratie, weil der ORF sehr wichtig für die Demokratie ist. Und dort müssen die besten Leute sitzen, die danach ausgewählt werden, dass sie die Expertise haben, die der ORF braucht. Und die nicht danach ausgewählt werden, welcher Partei sie angehören. Der Spaß mit den Freundeskreisen, mit dem Politischen muss endlich aufhören. Ganz anders klingt das naturgemäß unter den Stiftungsräten selbst. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass sich die Mitglieder des Stiftungsrates im Vorfeld von Sitzungen beraten. Ob das jetzt Freundeskreis heißt oder irgendetwas anderes, ja, es können sich Leute zusammensetzen, die organisatorisch und inhaltlich eine gewisse Übereinstimmung haben. Es ist ja nicht etwas Abgeschlossenes, ein Kreis, der sich hinter verschlossenen Türen trifft. Aber im Prinzip geht es um organisatorische Abklärungen. Das ist das Entscheidende. Wie man es nennt, ist eine andere Sache. Der neue Vorsitzende Lothar Lockl betont, in der Praxis würden die meisten Entscheidungen sowieso fraktionsübergreifend und einstimmig getroffen. Ich stehe für Gesprächsfähigkeit, ich stehe für Dialog, ich stehe dafür, dass auch unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden. Der ORF-Generaldirektor hat den Stiftungsrat heute bereits über die angespannte finanzielle Lage des ORF durch Teuerung und Inflation informiert. Zu Worst-Case-Szenarien, wonach es heuer bis zu 40 Millionen Euro Verlust werden könnten, sagt Weismann. Er sei zuversichtlich, das Jahr mit einer schwarzen Null abzuschließen. Mit Lockl an der Stiftungsratsspitze hofft der Generaldirektor auf eine befruchtende Zusammenarbeit. Die redaktionelle Unabhängigkeit werde weiterhin gewährleistet sein. Es ist das Fundament der Information, unabhängige und weisungsfreie Redakteurinnen und Redakteure und unabhängige Chefredaktionen. Und daran wird natürlich nicht gedreht. Das ist der Kern und den werde ich auch mit Zähnen und Klauen verteidigen, sollte es dann einen Angriff geben. Auf den neuen Stiftungsratsvorsitzenden warten auf jeden Fall viele Herausforderungen. Eine neue Digitalnovelle für den ORF, das Problem der Streaminglücke bei den Gebühren oder die Pensionierungswelle. Zu tun gibt es genug für Lothar Lockl. Und damit gehen auch viele Fragen einher. Ich begrüße jetzt den neuen Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, Kommunikationsberater Lothar Lockl im Studio. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Lockl, Sie sind schon im Vorfeld als Favorit für den Vorsitz des ORF-Stiftungsrates gehandelt worden, sah doch ein Sideletter der türkis-grünen Bundesregierung ein Vorschlagsrecht der Grünen für eben diese Funktion, die Sie jetzt innehaben, vor. Welches Bild gibt der Stiftungsrat damit ab, der laut Gesetz der Unabhängigkeit verpflichtet ist? Also die heutige Wahl war, glaube ich, schon ein besonderes Zeichen, weil also seit 21 Jahren hat es nicht mehr so eine große Zustimmung gegeben bei der Wahl eines Vorsitzenden. Ich war bei den Regierungsverhandlungen nicht dabei. Mein Name ist auch nirgendwo genannt worden. Ich habe mich trotzdem entschlossen, mich zu bewerben, trotz der Diskussionen, weil es mir um die Zukunft des ORF geht. Und ich habe eine Leidenschaft für den Journalismus, eine Leidenschaft für den Medienstandard, eine Leidenschaft für den ORF und bin da heute mit einem Konzept, habe ich mich diesem Gremium gestellt und habe eine ganz, ganz breite Zustimmung bekommen.
Da sind Leute und Vertreter, anerkannte Persönlichkeiten dabei, die den Betriebsrat zum Beispiel repräsentieren, die Bundesländer, auch die politischen Parteien, keine Frage. Und alle haben am Ende bis auf eine Enthaltung zugestimmt. Das heißt, die Entscheidungen fallen hier im Stiftungsrat, nirgendwo sonst. Und das haben wir heute, glaube ich, doch eindrucksvoll bewiesen. Aber Sie sagen, die Bundesländer sind vertreten. Auch dort werden die Vertreter des Stiftungsrates eben von den Bundesländern und damit auch in gewisser Weise von der Politik in den Stiftungsrat entsandt. Der Stiftungsrat organisiert sich in Freundeskreisen, das haben wir gehört, die nach Parteifarben geordnet sind sozusagen. Warum braucht es oder warum gibt es diese Freundeskreise in einem doch unabhängigen Gremium? Also das ist ein unabhängiges Gremium, da haben Sie recht. Ich glaube, man muss nur differenzieren. Also natürlich ist es das Recht von politischen Parteien in einer Demokratie, Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte zu nominieren. Der ORF Aber warum gehört uns ja, müssen Sie sich in seinem Freundeskreis dann organisieren? Der ORF gehört uns ja allen. Es ist so, wir sind ein sehr großes Gremium. Es sind 35 Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Und es macht einfach Sinn, auch bei Sitzungsvorbereitungen. Ich hätte es früher auch nicht für möglich gehalten, aber ich bin jetzt seit 2,5 Jahren dabei und erlebe das immer wieder, dass es gewisse Vorbereitungen gibt oder dass man eben sagt, der eine hat diesen Schwerpunkt, der andere hat jenen Schwerpunkt. Und wenn Sie sich in der Praxis anschauen, dann sind die meisten Abstimmungen partei- und fraktionsübergreifend, oft mit dem Betriebsrat, mit Vertreterinnen des Publikums und so weiter, einhellig, so wie auch heute die Wahl. Also das hat was für die Arbeitsfähigkeit des Gremiums positive Seiten. Und Sie sehen auch, dass zum Beispiel auch die neuen Bundesländer, die Stiftungsräte der Bundesländer, natürlich auch miteinander vorher sprechen und sagen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, genauso wie natürlich der Betriebsrat. Sie sagen, diese Entscheidungen passieren fraktionsübergreifend. Das bedeutet, es gibt Fraktionen im Stiftungsrat, der ja eigentlich unabhängig ist. Und dann stellt sich aber auch die Frage, wenn Sie sagen, man muss sich vorher absprechen, warum trifft man sich hier nicht in anderen Gruppen, zum Beispiel als Gruppe, die vom Publikumsrat nominiert wird, als Gruppe, die eben von den Bundesländern nominiert wird. Das muss ja nicht entlang von Parteifarben passieren. Na, das ist auch so. Also wir haben, glaube ich, auch ein bisschen eine Unkultur, dass wir zum Beispiel auch jetzt im jetzigen Stiftungsrat sind tolle Persönlichkeiten dabei von den Universitäten, anerkannte Rechtsanwältinnen und so weiter. Sofort werden die irgendwie eingekasselt. Es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, es gibt auch eine Zusammenarbeit und Treffen zum Beispiel auf Länderebene oder auf Ebene der Publikumsrätinnen oder der Betriebsräte. So handeln wir das. Und das war auch heute mein Konzept, das ich vorgestellt habe, wo wir eine breite Mehrheit gefunden haben, nämlich zu sagen, uns geht es um die Zukunft des ORF und wir wollen die Strahlkraft des ORF. Um das geht es ja eigentlich. Wir sind ja nur ein Kontrollgremium und der Sparringpartner des Managements, aber wir wollen die Strahlkraft des ORF wieder mehr in den Vordergrund rücken, da auch mithelfen. Man sieht ja bei vielen aktuellen Krisen, wie populär das ORF-Programm ist, das öffentlich-rechtliche Programm. Die Zuseherinnen und Zuseher informieren sich im ORF. Wir haben ein Riesenthema trotzdem bei den Jungen. Wir wollen für die Jungen attraktiver werden. Und auf das Programm möchte ich gerne später noch zu sprechen kommen, die wir heute diskutiert haben. Eine Nachfrage trotzdem noch, wenn Sie sagen, es geht um die Strahlkraft, damit diese Strahlkraft von dieser parteipolitischen Besetzung nicht überstrahlt wird sozusagen, wollen Sie da in Zukunft etwas daran ändern? Braucht es diese Freundeskreise in Zukunft wirklich noch oder wollen Sie die auflösen? Also wie ich Ihnen schon gesagt habe, in der Praxis, vielleicht kennt es auch jeder selber, ein Gremium mit 35 Leuten zu hochkomplizierten Fragen, da geht es um die Finanzsituation des ORF, es geht um das Programm, es geht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um viele technische Fragen. Die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte haben unterschiedliche Qualifikationen. Der eine ist mehr im Finanzbereich vielleicht besser qualifiziert, der andere kommt aus dem Kulturbereich. Aber die Qualifikation ist ja nicht die Parteifarbe. Eben nicht. Und wissen Sie schon, die Stiftungsräte bekommen für ihre Tätigkeit 50 Euro. 50 Euro im Monat. Das sind alles Menschen, die das ehrenamtlich de facto machen und die mit großer Leidenschaft für den ORF hier versuchen, eine Aufsichtsratstätigkeit wahrzunehmen. Und da gibt es halt bei den Bundesländern, bei den Betriebsräten, bei den sogenannten Freundeskreisen eine Zusammenarbeit. Da unterscheidet sich der ORF im Übrigen auch nicht von Sportinstitutionen zum Beispiel oder dem Kulturbereich in Österreich oder vielen, vielen Festivals. Das sind alles, ja auch immer wieder die Parteinähe kritisiert wird. Ja, aber ich wollte nur den einen Satz sagen. Also auch da ist es so, wir sind ein kleines Land und die Kontrolle von solchen großen Institutionen, Kultur, Sport, ich habe es genannt, funktioniert nur, weil Menschen sich ehrenamtlich zur Verfügung stehen, die qualifiziert sind. Und das ist auch im ORF-Stiftungsrat. Eine Ihrer
Beschäftigungen, der Sie bisher auch nachgegangen sind, besteht unter anderem darin, dass Sie den Bundespräsidenten beraten haben. Sie waren auch Wahlkampfleiter bei der vergangenen Bundespräsidentenwahl. Sollte, das wissen wir alles noch nicht, sollte Alexander Van der Bellen im Herbst wieder antreten, werden Sie an seinem Wahlkampf wieder oder auch Ihre Agentur daran beteiligt sein? Ich habe das heute klar auch im Stiftungsrat gesagt. Mir geht es jetzt um das Wohl des ORF. Dessen bin ich verpflichtet als Vorsitzender des Stiftungsrates und daher ist eine Rolle als Wahlkampfleiter oder eine Beteiligung im Wahlkampf in irgendeiner offiziellen Funktion natürlich nicht vereinbar und daher werde ich das auch nicht machen. Eine Beteiligung Ihrer Agentur? Auch nicht meiner Agentur, sondern es geht mir um das Wohl des ORF und darauf liegt jetzt mein Fokus. Sie sind aber weiterhin Chef dieser PR-Agentur, die auch in die Öffentlichkeitsarbeit des Klimarats etwa involviert ist oder auch vom Umweltministerium Aufträge bezieht unter anderem. Da gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Kritik der Opposition, eben aufgrund dieser Parteinähe. Wird Ihre Agentur auch in Zukunft weiterhin Aufträge von Ministerien oder Parteien annehmen? Schauen Sie, ich kann mich da nicht, also kein einziges Mitglied jetzt im Stiftungsrat kann da tätig sein, es sei denn, man ist pensioniert, wenn es ein Berufsverbot gibt. Ich bin stolz, dass wir einen Auftrag, um den es da konkret geht, gewonnen haben damals, das war schon 2017 unter einer rot-schwarzen Regierung mit einem schwarzen Umweltminister. Wir haben uns bei einer europaweiten Ausschreibung beworben, meine Agentur Lockel & Keck, und wir haben das gewonnen, weil wir eine der qualifiziertesten und besten Agenturen im Bereich Klimakommunikation in Österreich sind. Und deswegen haben wir uns da durchgesetzt. Also ich bin stolz auf das. Wir werden natürlich diesen Auftrag jetzt weiter erfüllen. Wir können ja auch nicht, wollen auch gar nicht vertragsbrüchig werden, keine Frage. Aber ich bin bei Ihnen. Ich werde mit äußerster Sorgfalt, natürlich auch was die Agentur betrifft, weil sie mit dem ORF nichts zu tun hat, werden ich und meine Kollegen natürlich alles unterlassen, was irgendwie nach einer Unvereinbarkeit oder was auch immer jetzt den Eindruck erwecken könnte. Sondern wir sind da jetzt mit Herzblut, was den Stiftungsrat betrifft, bei der Sache, die uns da beschäftigt in den nächsten Jahren. Und das wird mit Sicherheit einiges sein, denn der ORF hat viele Aufgaben vor sich. Ihr Vorgänger Steger hat zuletzt Einsparungspotenzial bei Sendern oder auch bei Korrespondenten gesehen und hat auch die Idee einer Privatisierung erneut in den Raum geworfen. Ist das etwas, was auch Sie unterstützen würden? Nein, das unterstütze ich ganz und gar nicht. Im Gegenteil, mir ist die Unabhängigkeit und Stärkung des ORFs ein wichtiges Anliegen. Ich habe schon gesagt, man sieht ja auch, das Publikum ist extrem interessiert und gerade in Zeiten von Fake News, von falschen Hassnachrichten, die Algorithmen auf digitalen Plattformen oft hochspülen, braucht es einen starken öffentlich-rechtlichen ORF. Das, was ich schon glaube, ist, dass wir eine Zukunftsvision brauchen, eine gemeinsame. Wo steht der ORF in 10 Jahren? Was möchten die Seherinnen und Seher? Was möchte vor allem das junge Publikum? Wo wollen wir dahin? Wo stehen wir heute? Und was braucht es dafür, um diesen Mehrwert für das Publikum, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sichtbar zu machen, gerade in Zeiten wie diesen? Um Programm zu machen, braucht es auch Geld. Und da hat der Generaldirektor heute von einem Worst-Case-Szenario gesprochen, von 40 Millionen Euro Verlust, obwohl er auch die schwarze Null vor Augen hat. Wie er sagt, wird das Publikum Einsparungen merken? Also ich hoffe das nicht. Wir haben natürlich finanziell, die ganze Wirtschaft in Österreich und Europa ist natürlich von der Ukraine-Krise, von der Pandemie massiv betroffen. Auch dem ORF geht es da nicht anders. Wir haben sehr hohe Energiekosten zum Beispiel zu tragen. Und dann haben wir auch Anachronismen, die jetzt besonders da hineinspielen. Also ich bin selbst dafür überrascht, wenn ich mich im Detail damit beschäftige. Unsere Mediengesetze sind 20, 30 oder 40 Jahre alt. Und wir haben zum Beispiel eine gesetzliche Bestimmung, dass nach 7 Tagen die besten Programme, die der ORF auch produziert, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, müssen nach 7 Tagen vom Netz genommen werden. Das ist natürlich vollkommen absurd. Denn während gerade die junge Generation gewöhnt ist, auf YouTube oder auf anderen Plattformen in Echtzeit ununterbrochen sozusagen konsumieren zu können, wird unser von der Öffentlichkeit bezahltes Programm muss nach 7 Tagen weggenommen werden. Ich hoffe daher auch sehr, dass es hier zu einer Reparatur oder zu einem neuen ORF-Gesetzen kommt. Das würde dem ORF natürlich auch, was die Unabhängigkeit betrifft und am Ende auch die Finanzen betrifft, sicherlich etwas helfen. Herr Lockel, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Wenn Sie, wir drei, dabei sind, dann darf ich mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend aus Wien. Und wir schauen damit jetzt noch auf weitere Meldungen vom Tag.
US-Präsident Biden wirbt mit klaren Worten für einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens. Bei einem Besuch des finnischen Präsidenten Niinistö und der schwedischen Regierungschefin Andersson sagt er, die beiden Länder würden alle Voraussetzungen erfüllen und das Militärbündnis stärker machen. Das EU-Parlament fordert Sanktionen gegen die österreichische Ex-Außenministerin Karin Kneißl und den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder. Trotz des Kriegs in der Ukraine seien die beiden weiter für den russischen Staatskonzern Rosneft tätig, so die Begründung. Spaniens umstrittener Altkönig Juan Carlos besucht erstmals nach 2 Jahren im Exil seine Heimat. Carlos war 2020 untergetaucht, zuletzt in Abu Dhabi. Der 84-Jährige war wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten in Ungnade gefallen. Ein Steuerverfahren etwa hat er durch eine Millionennachzahlung verhindern können. In Deutschlandsberg in der Steiermark soll eine Maturantin beim Schummeln erwischt worden sein. Ein Fall, der nun die Staatsanwaltschaft beschäftigen soll, wie die Kleine Zeitung berichtet. Das Maturazeugnis ist eine öffentliche Urkunde. Wer sich diese erschummelt, dem droht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu 1 Jahr. Ob es tatsächlich zu einer Anklage kommt, ist unklar. Vangelis, der griechische Komponist und Pionier der elektronischen Musik, ist heute im Alter von 79 Jahren gestorben. Bekannt wurde Vangelis vor allem für seine Filmmusik zu Produktionen wie Blade Runner oder Die Stunde des Siegers, für die er einen Oscar bekam. Das Wetter zeigt sich derzeit von seiner sonnigen Seite. Hier sind die Details. Ungewöhnlich warm für die Jahreszeit ist es momentan in Europa und auch in Österreich stellt sich morgen vorübergehend hochsommerliches Wetter ein. Meist scheint morgen wieder die Sonne, ab Mittag entstehen aber auch Quellwolken und einzelne gewittrige Schauer. Es wird überall heiß bei 28 bis 32 Grad. Der Samstag verläuft wechselhaft und sehr windig, trocken bleibt es am ehesten im Osten. Am Sonntag überwiegt wieder der Sonnenschein, Gewitter bilden sich nur vereinzelt. Die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück. Hier in ORF 2 geht es jetzt weiter mit ECO, heute mit Rosa Leyen. Unabhängig von russischer Energie werden, das Ziel ist klar, doch die Netzanbieter stehen auf der Bremse, verweigern Antragstellern den Zugang zum Stromnetz. Der Automarkt hat Sand im Getriebe, man wartet bis zu 1,5 Jahre auf einen Wagen und bezahlt viel mehr als früher. Rasch reich werden, so präsentieren sich Startups gerne. Doch wie viele schaffen es wirklich? All das gleich nach der ZIP2 in ECO. Danke, Rosa. Zu möglichen Anreizen fürs Energiesparen ist Jürgen Janger vom WIFO heute zu Gast in der ZIP-Nacht um 23.11 Uhr in ORF1. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt von uns allen hier noch einen angenehmen Abend. Bis morgen. Auf Wiedersehen.